Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. KNDS ist ein europäisches Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmen, das aus der Fusion von Krauss Maffei Wegmann, Deutschland, und Nexstar Systems, Frankreich, hervorgegangen ist. KNDS wurde 2015 gegründet und ist auf die Entwicklung und Herstellung von gepanzerten Fahrzeugen, Artilleriesystemen und verwandten Verteidigungstechnologien spezialisiert. Ziel des Unternehmens ist es, die europäischen Verteidigungskapazitäten durch Zusammenarbeit und Innovation zu stärken und eine Reihe von Produkten anzubieten, die den modernen militärischen Anforderungen entsprechen. Und heute wollen wir euch die 8 besten Entwicklungen der Unternehmen KMW und KNDS vorstellen. Leopard 2 ARC 3.0. Am 17. Juni stellte KNDS auf der Eurosatory 2024 seinen neuen Leopard 2 ARC 3.0 vor, eine weiterentwickelte Version des Leopard 2 Panzers mit unbemannter Turmtechnologie. Diese Verbesserung umfasst eine dreiköpfige Besatzung, bestehend aus Kommandant, Richtschütze und Fahrer, die alle innerhalb des Fahrgestells positioniert sind. Der unbemannte Turm ist so konstruiert, dass er nicht in das Fahrgestell eindringt, was durch ein Geschützverlegesystem erleichtert wird. Dies führt zu einem extrem flachen Turmdesign, das den Schutz der Besatzung verbessert, indem es die gefährdete Fläche um 30% reduziert und die Besatzung in einem kompakten Raum unterbringt. Der Leopard 2 ARC 3.0 verfügt über einen anpassungsfähigen Geschützturm, der verschiedene Hauptkaliber aufnehmen kann. Das modulare Autoloader-System mit hoher Ladegeschwindigkeit verfügt über ein modulares Gestell, das 3 Schuss in 10 Sekunden laden kann. Der Leopard 2 ARC 3.0 ist mit einer NATO 120mm L55 oder L44 Glattrohrkanone bewaffnet, die gegen 130mm oder 140mm Kanonen ausgetauscht werden kann. Seine Sekundärbewaffnung umfasst einen Mehrzwecknebel- und Granatwerfer. Darüber hinaus verfügt er über eine ferngesteuerte Waffenstation mit einer 30x113 mm NATO-Kanone zur Abwehr von UAV-Bedrohungen und ein Mehrzweck-LOS-NLOS-Lenkflugkörpersystem. Der Schutz des Panzers wird durch polyvalente Schutzschichten, darunter ein aktives Schutzsystem, weiter verstärkt und bietet so Schutz vor verschiedenen Bedrohungen. Leguan RC. Der Leguan RC, Remote Controlled, ist ein modernes Brückenverlegesystem, das von den Streitkräften für den schnellen Einsatz von Brücken in Kampfsituationen verwendet wird. Es ist so konzipiert, dass es aus der Ferne bedient werden kann, sodass Brücken gelegt werden können, ohne dass das Personal dem feindlichen Feuer ausgesetzt ist. Die Leguan RC ist in der Lage, verschiedene Brückentypen in kürzester Zeit zu errichten und erleichtert so die strategische Mobilität über Hindernisse wie Flüsse, Gräben und Lücken im Gelände. Seine Automatisierung und Vielseitigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel bei militärtechnischen Operationen, das die Manövrierfähigkeit auf dem Schlachtfeld und die operative Effizienz verbessert. Der Leguan Leopard 2 bietet die Mobilität des Kampfpanzers Leopard 2 und ein Maximum an identischer Logistik. Die 14 Meter und 26 Meter langen Brücken entsprechen den strengsten Tragfähigkeitsanforderungen MLC 80 und bieten Potenzial für weitere Ausbauten. Das Fernsteuerungssystem des Leguan, das in Zusammenarbeit mit dem estnischen Roboterfahrzeughersteller Milrim Robotics entwickelt wurde, besteht aus mehreren Komponenten. Auf der Fahrzeugseite wird das Fahrzeugsteuermodul bei jeder Variante des Fahrzeugs auf der rechten Seite neben dem Verlegearm nachgerüstet. Gesteuert wird das Fahrzeug über das Bedienmodul und dieses mit Hilfe eines einfachen Handreglers. Der erfolgreiche Bau des Leguan RC Prototyps bildet die technische Grundlage für die Fernsteuerung anderer Plattformen wie zum Beispiel Minenräumer oder Bergefahrzeuge. Boxer RCT-30. Der Boxer RCT-30 ist Teil der Boxer-Familie gepanzerter Fahrzeuge. Er integriert fortschrittliche Technologien, um eine verbesserte Überlebensfähigkeit, Mobilität und Feuerkraft zu gewährleisten. Der vollstabilisierte, hochmoderne, ferngesteuerte Turm mit modernsten optischen und optronischen Visiereinrichtungen ermöglicht der gesamten Besatzung eine 360-Grad-Rundumüberwachung, Erkennung und Identifizierung von Zielen auf große Entfernung.
Die luftsprengfähige, vollstabilisierte 30mm Maschinenkanone ermöglicht eine präzise Zielbekämpfung, auch während der Fahrt. Situationsgerechte Zielbekämpfung mit zwei verschiedenen Munitionstypen auf Knopfdruck dank automatischer Doppelbandzuführung. Seine modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle Neukonfiguration, um verschiedene Aufgaben wie Aufklärung, Truppentransport und Feuerunterstützung zu erfüllen. Der Boxer RCT-30 zeichnet sich durch eine hervorragende Geländegängigkeit aus und kann in unterschiedlichem Gelände und unter verschiedenen Umweltbedingungen eingesetzt werden, wodurch er den Streitkräften Flexibilität und operative Effizienz bietet. Darüber hinaus zeichnet sich der Boxer RCT-30 durch seine ballistischen und minenschutztechnischen Fähigkeiten aus, die durch die neuesten Situationserkennungs- und Kommunikationssysteme unterstützt werden. Diese Merkmale ermöglichen es dem Fahrzeug, das Situationsbewusstsein aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Risiken für das Personal zu minimieren, was es zu einem vielseitigen und beeindruckenden Instrument auf dem modernen Schlachtfeld macht. PZH-2000. Die PZH-2000 ist eine hochmoderne Panzerhaubitze, die für das deutsche Heer und mehrere andere internationale Nutzer entwickelt wurde. Sie ist bekannt für ihre schnelle Feuerkraft, ihre hohe Genauigkeit und ihre große Reichweite, mit der sie in verschiedenen Kampfszenarien Artillerieunterstützung leisten kann. Die Hauptbewaffnung, der PZH-2000, besteht aus einer Rheinmetallkanone vom Kaliber 155mm Kaliber 52 mit verchromtem Rohr und halbautomatischem Hubverschluss mit integrierten 32-Schuss Standard-Zündmagazin. Die geforderte Reichweite von 30 km mit NATO-Standardgranaten und von 40 km mit Basismantelgranaten wurde durch die Entwicklung eines neuen Kalibers 155mm 52 erreicht. Das Kernelement der PZH-2000 ist das elektrisch betriebene, digital gesteuerte, automatische Granatenladesystem, das für die Handhabung der 155mm Granaten beim Be- und Entladen des 60-Schuss-Magazins, beim Laden der Waffe aus dem Magazin und beim Laden von außen, einschließlich der induktiven Zündereinstellung, ausgelegt ist. Die Wanne und der Turm der PZH-2000 bestehen aus einer voll verschweißten Stahlpanzerung, die Schutz gegen den Beschuss mit Handfeuerwaffen und Granatsplittern bietet. Der Turm ist mit zwei Dachluken ausgestattet. Der PZH-2000 kann mit einer Zusatzpanzerung auf dem Dach des Fahrzeugs ausgestattet werden, um den Schutz gegen Top-Attack-Waffen zu erhöhen. RCH-155. Die RCH-155 ist eine 155mm Panzerhaubitze, die auf dem Fahrgestell des gepanzerten Fahrzeugs Boxer 8x8 basiert. Entwickelt und verfeinert aus gemeinsamen Einsätzen, eröffnen die völlige Autonomie des Gesamtsystems Artillerie in Führung, Navigations- und Feuerleitung sowie die systemimmanente Stabilität völlig neuer Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel Beschuss von beweglichen Zielen, Lagerverteidigung etc. Das Fahrzeug ist mit dem NATO-kompatiblen 155mm Hauptgeschütz L-52 ausgestattet, das bis zu 9 Schuss pro Minute auf eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern abfeuern kann und mit Standardmunition eine Fläche von 5026 Quadratkilometern abdeckt. Die Reichweite kann mit sehr weitreichenden Artilleriegeschossen über 360 Grad Azimut und alle Ladungs- und Elevationsbereiche ohne Unterstützung auf bis zu 54 km erweitert werden. Auch endphasengelenkte Geschosse wie Vulcano oder Excalibur können mit der RCH-155 eingesetzt werden. Die Kampfladung besteht aus 30 abschussbereiten Geschossen und 144 modularen Treibladungen. Das Boxer-Antriebsmodell des RCH-155 bietet seinen Besatzungsmitgliedern hohe Überlebensfähigkeit und hervorragenden Schutz vor Minen, improvisierten Sprengsätzen und ballistischen Bedrohungen sowie Flexibilität und Mobilität. Boxer Tracked. Der Boxer Tracked wurde entwickelt, um den aktuellen internationalen Anforderungen gerecht zu werden und erfüllt die Anforderungen an einen kleinen logistischen Fußabdruck, niedrige Kosten und ein einfaches digitales Bedienkonzept. Der Boxer Raupenpanzer ist mit einem ferngesteuerten KMW RCT-120 Turm bewaffnet, der mit einer 120mm Glattrohrkanone mit automatischem Lader ausgestattet ist. Das Fahrzeug hat ähnliche Mobilitätseigenschaften wie gepanzerte 8x8 Radfahrzeuge. Im Vergleich zum Radpanzer erhöht sich das maximale Gewicht des Boxer-Raupenfahrzeugs auf 45 Tonnen.
Wie das 8x8 Radfahrzeug kann die Raupenvariante mit mehr als 20 verschiedenen Boxermodulen integriert werden, sodass an den Seiten Stauraum oder zusätzliche Panzerung angebracht werden kann, wobei das Potenzial für aktiven oder reaktiven Schutz an Missionsmodulen und an der Plattform selbst wächst. Der Motor ist mit einem voll digital gesteuerten Renk HSWL256 Getriebe mit 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen gekoppelt, das vom BVP Puma Getriebe abgeleitet ist. Der Boxer Tracked ist auch für den Einbau eines dieselelektrischen Hybridantriebs vorbereitet. Leopard 2A7 Plus. Der Leopard 2A7 Plus ist eine Weiterentwicklung des Kampfpanzers Leopard 2A6 und verfügt über verbesserte Schutz- und Aufklärungsfähigkeiten. Er kann sowohl in Konflikten mit geringer als auch mit hoher Intensität eingesetzt werden. Der Panzer ist mit einer modularen ferngesteuerten leichten Waffenstation FLW-200 ausgestattet, die eine aktive Selbstverteidigung gegen eine Vielzahl von Zielen ermöglicht. Das Waffensystem verfügt über eine automatische Fahrzeugerkennung und optoelektronische Ausrüstung. Die Hauptwaffe des Kampfpanzers ist eine 120mm Glattrohrkanone L55 oder L44, die sowohl Standardmunition der NATO als auch neue programmierbare 120mm HE-Munition verschießen kann. Der Panzer kann mit einem 7,62mm Maschinengewehr und 40mm Granatwerfern oder einem 12,7mm Maschinengewehr ausgerüstet werden. Auf beiden Seiten der Waffenstation können Rauchgranatwerfer montiert werden, um den Panzer vor feindlicher Beobachtung zu verbergen. Der Leopard 2A7 Plus ist mit einem modularen Schutzpaket mit passiven Panzerungsmodulen ausgestattet, das der Besatzung einen 360-Grad-Schutz vor Panzerabwehrraketen, Minen, improvisierten Sprengsätzen und Panzerfäusten bietet. Der Panzer ist mit einem Minenpflug, einer Minenwalze oder einem Planierschild zum Räumen von Minen und Hindernissen ausgestattet. Ascalon. Auf der Eurosatory 2024 präsentierte KNDS seine neuesten Entwicklungen, den Leclerc Evolution und das Ascalon Hauptgeschütz. Mit Ascalon hat KNDS ein Hauptgeschütz für Kampfpanzer entwickelt, das leistungsfähiger ist als alle vergleichbaren Rohrwaffen. Sie kann kompakte und programmierbare Munition außerhalb der Sichtlinie mit minimalem Verschleiß verschießen. Dank seiner Skalierbarkeit kann Ascalon mit jedem Rohr und 120 bis 140 mm ausgestattet werden. Das innovative Konzept bietet ein beträchtliches Wachstumspotenzial und ein Leistungsniveau, das mit den derzeitigen Technologien nicht erreicht werden kann. KNDS konzipierte Ascalon mit einer offenen Architektur, die als Grundlage für die kooperative Entwicklung einer Kampfwaffenplattform im Rahmen des MGCS-Programms diente und den Grundstein für den künftigen Standard europäischer Panzerkanonen und Munition legte. Der auf der Eurosatory ausgestellte Leclerc Evolution ist mit einem bemannten Turm ausgestattet, der eine 120mm Ascalon-Kanone aufnimmt, die leicht auf höhere Kaliber bis 140mm nachgerüstet werden kann. Mit dem Leclerc Evolution wird ein neues Konzept mit 4 Besatzungsmitgliedern eingeführt, das an die neuesten taktischen Situationen angepasst ist. Der Leclerc Evolution verfügt über eine in das Fahrgestell integrierte Station für den stellvertretenden Kommandanten, die ein umfangreiches Sensor- und Effektorsystem steuert. Die KNDS präsentierte dem EMBT auch den Ascalon-Demonstrationsturm ADT-140, einen ferngesteuerten Turm mit einer 140mm Ascalon-Kanone. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche der Entwicklungen euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.